Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren EEB-Talk heute mit Markus Gerstmann an meiner Seite zum Thema Influencer und Influencerinnen in sozialen Netzen. Zum Format hier, einige nehmen teil mit Video, einige ohne Video, andere wieder nur mit Audio. Jeder hat die Möglichkeit, auch mit in das Gespräch mit einzusteigen, über Twitter oder hier über den Chat einfach Fragen zu stellen, Rückmeldung zu geben. Ansonsten, das Meeting, das wird aufgezeichnet und steht auch über das Blog eebvirtuell.de zur Verfügung. Ja, Markus, erstmal herzlichen Dank, dass du heute hierher gekommen bist ins Gerne. Internet. Extra aus Bremen, genau, wunderbar. Und ich würde als erstes dir jetzt einfach mal das Wort geben und dich einfach mal vorzustellen. Wer bist du, was machst du und ja, worum geht es heute in unserem Gespräch? Ja, ich bin Markus Gerstmann, also aus dem Servicebüro Jugendinformation. Wir sind außerschulische Bildungsträger. Wir machen Angebote zur Medienpädagogik, auch zu anderen weiteren Themen, aber das machen die Kollegen. Ich beschäftige mich also seit über 20 Jahren mit Menschen, was sie im Internet machen, was das Internet mit den Menschen macht. Guck die Wellen zu, surfe da ein bisschen drauf rum, bin Gast bei den jungen Menschen in den Internetwelten, bin ja Ethnologe, beobachte, versuche so zu sehen, was sie da tun. Und gerade ist jetzt mein Thema, so seit 5 Jahren, 6 Jahren sind das ja schon wieder, mich mit YouTube zu beschäftigen, aber dann jetzt auch mit Instagram, so dass ich gucke, wie ist die Welt da, was machen sie, wie cool ist es, wie uncool ist es, welche Problematiken sind da und ja. Gucke während meiner Arbeitszeit YouTube-Filme und Instagram-Stories, wo Kinder immer wieder sagen, ah toll, das will ich auch, aber es ist natürlich das Auswerten, das Überlegen, was bedeutet das, was hat das mit den Bedürfnissen zu tun und wie können wir pädagogisch darauf reagieren, beziehungsweise was können wir davon lernen, was junge Menschen ausprobieren und was wir in Bildungskontexten mit Erwachsenen ja, machen können. Ja, du guckst während deiner Arbeitszeit YouTube-Videos, du arbeitest, wie andere gerne ihre Freizeit verbringen. Nein, aber es ist ja auch wichtig, weil ich meine, die sozialen Medien, YouTube, Instagram und Co., die bestimmen ja auch mittlerweile nicht nur die Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, sondern die sind ja auch in unserem Arbeitsalltag einfach auch weisend, wegweisend und bestimmen ja auch die Art und Weise, wie kommuniziert wird, wie Informationen überhaupt aufgenommen werden. Ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren unheimlich viel auch verändert. Vor allen Dingen, ich sag mal, was so die Ansprache von Menschen über soziale Medien auch angeht. Und da kommen jetzt, glaube ich, auch die Influencer auch ins Spiel. Wir hatten letzte Woche mit dem Lutz hier unten ja auch schon mal so ein bisschen das Gespräch, wie man soziale Medien oder Instagram-Stories auch nutzen kann. Das ist ja auch so eine Art des Influencers sein, die die sozialen Medien nutzen, um Leute anzusprechen. Aber zu diesem Begriff, Markus, kannst du da uns vielleicht doch mal ein bisschen genauer erklären, was man unter Influencer versteht und was die eigentlich so den ganzen Tag machen? Ja, natürlich kann ich das erklären. Das sind natürlich ein Begriff, der schwammig ist. Natürlich gibt es die Influencer nicht so wie, sondern es ist ein Begriff für Menschen, die Beeinflusser sind. Das ist ja nicht mit der Krankheit zu tun, wie gerade wieder ein Joke im Internet rumgegangen ist, dass ein Kindergarten wegen Influencer zugemacht hat, sondern das hat was damit zu tun von dem Begriff Beeinflusser. Und es gibt natürlich die bekannten Influencer, das heißt, die versuchen Produkte an die Person zu bringen und stellen dann Sachen über ihr Leben dar und versuchen dann Meinung zu machen. Aber ich glaube, die Breite ist immens groß, die es da gibt zwischen diesen kommerziellen Geschichten, aber auch inhaltlichen Geschichten, wo sagen Menschen, ich lebe als Mutter, das erzähle ich, erkläre ich. Ich erkläre das, wie ich meinen Sport unter und in mein Leben integrieren kann, trotz viel Arbeit. Es sind Menschen, die erzählen einfach was zu politischen Themen. Und so ist der Begriff also eigentlich Beeinflusser. Und es geht darum, ja, eine Botschaft rüberzubringen. Aber ich denke, wir beide sind auch Influencer im medienpädagogischen Bereich und versuchen einfach mit Impulsen ins Internet Gedanken, Irritation zu bringen, dass Menschen weiterdenken zu einem Thema. Und das ist, glaube ich, das, was wir auch machen. Wir versuchen, zu inspirieren. Okay, also ich habe ja letzte Woche auf der Tagung, hat ja der Markus Beckendahl ja auch gesprochen, so zum Thema Urheberrechtsreform, hat den Gedanken gebracht, dass im digitalen Zeitalter wir ja im Prinzip alle die Medien nutzen, auch zu Urhebern werden. Kann ich das jetzt weiterdenken, dass alle, die jetzt, ich sag mal, soziale Medien in ihrer Arbeit, im Bildungskontext benutzen, dass wir dann auch
zu Influencern sind und wir auch alle Influencer im Prinzip sind. Im Prinzip sind wir das alle. Wir versuchen, was zu beeinflussen. Wir versuchen, Inspiration zu geben. Und das machen wir aber auch nicht nur im Internet, sondern ich habe das nochmal als Bild gedacht. Über was reden denn Influencer? Was sehen wir denn bei Instagram, bei YouTube? Das sind Geschichten, die wir auf einer Party, auf einem Fest, Gemeindefest auch sehen. Die Leute kommen dahin und unterhalten sich. Ey, ich war gerade in dem Urlaub, das war total schön. Willst du mal meine Fotos sehen? Guck mal meine neuen Schuhe an, die habe ich gut und günstig da geschossen. Mein Verein spielt gerade gut. Das sind ja genau dieselben Themen, bloß dass es nicht in einer Kleingruppe ist, sondern ich diese Botschaft habe. Ich will das nach draußen geben. Also ich will was der Welt erzählen. Das ist eine bestimmte Gruppe von Menschen, die extrovertiert ist, die einfach eine Botschaft haben, die was machen wollen. Und das sehe ich erstmal als positiv an, weil ich bin ja auch der Pädagoge, der dann auch das Bedürfnis der Menschen sieht. Ich will mich in der Welt zeigen, ich möchte eine Reaktion haben und ich will mich suchen, wo ist meine Position. Und das erarbeite ich mir, indem ich dann poste und eben, ob ich dann lustige Bilder zeige oder Stories dann bei Instagram mache oder bei YouTube, das ist eigentlich mir egal, sondern ich sehe dahinter das Bedürfnis. So, ich richte jetzt mal kurz so das Wort an alle, die jetzt hier auch in der Konferenz oder in dem Gespräch mit teilnehmen. Wenn ihr, wie gesagt, Anmerkungen, Zwischenfragen habt, wie gesagt, einfach mit in die Diskussion reinsteigen. Es ist ja auch gerade so ein spannender Punkt, so über diesen Begriff Influencer erstmal zu reden, auch ein interessanter Aspekt, uns selbst jetzt auch erstmal als Influencer zu sehen, weil also wenn ich den Begriff höre, dann habe ich auch erstmal ein ganz typisches Bild vor Auge, erstmal einen jungen Menschen mit Mode, mit Konsumartikeln irgendwas darstellen, was dann auch in die Richtung Werbung geht. Also von daher, wenn ihr da irgendwie Gedanken oder Worte mit uns teilen wollt, beteiligt euch da einfach. Wir hatten ja schon, oder du sagtest jetzt gerade, Influencer geht darum, was zu zeigen. Was wird dann gezeigt? Also ich habe es nochmal eben aufgemacht hier, die PowerPoint, um das nochmal von Annika Schach nochmal zu zeigen. Das ist einfach natürlich diese, so definiert sie die Influencer, aber das ist ja ähnlich, was ich mit einfachen Worten versucht habe darzustellen. Es hat was mit natürlich über das Netzwerk zu tun, dass ich eine große Reichweite habe. Ich habe eine Persönlichkeit, die interessant ist. Ich kann nicht einfach mich ins Netz stellen. Das ist dann kann sehr langweilig werden. Ich habe keine Aufrufzahlen. Ich muss eine gewisse Themenkompetenz haben. Ich muss natürlich kommunikativ sein und eine Glaubwürdigkeit entwickeln. Das ist natürlich dann auch sehr schwierig, weil das kann ich ja überhaupt nicht überprüfen, ob diese Person was glaubwürdig ist. Und da, so sehe ich die Influencer. Wenn wir jetzt, ich muss mal gucken, kann ich jetzt hier weiterklicken? Mhm. Nee, mach da nicht. Ich muss mal eben umschalten. Vielleicht. Doch. Da will ich hin. Genau, da ist es so, das ist das für mich die Überlegung, warum Menschen auf Instagram agieren. Das ist eben die Kommunikation, die Interaktion. Natürlich, ich will mit Menschen was machen. Ich kann was, ich habe andere haben Interesse an mir, weil ich was erzähle, weil ich was Spannendes habe. Ich möchte mich zeigen, ich möchte eine Reaktion bekommen. Ich möchte die Erklärer kennen und das ist ja diese parasoziale Beziehung, die ich sehr wichtig finde bei den Influencern, weil sie es regelmäßig machen. Ich kann nicht heute was machen und in 6 Wochen wieder. Ich muss jede Woche was bringen zu dem Thema und so, dass ich auch was mitkriege. Ich kenne so viele Menschen über Instagram oder YouTube, über ihr Leben, was sie mir erzählt haben und das ist das Spannende dabei. Ich kenne sie also ähnlich wie Frau Beimer zum Beispiel in der Blindenstraße über 30 Jahre, dass ich dann sie verfolge. Ich weiß, wie sie tickt und sie ist ein Teil meines persönlichen Lebens. Und so sind die Influencer auch Teil meines Lebens dabei. Und wenn ich mir die Storys durchklicke, sehe ich immer wieder, wie Leute mir was erzählen, was sie gerade tun und so. Das ist total spannend. Es hat aber auch was, ich freue mich auch, sie wiederzusehen und zu sagen, ey, da war sie jetzt gerade im Urlaub, da hat sie da das da gemacht oder sie erzählt mir was über ihre gerade Gedanken oder so. Das finde ich eben sehr spannend und somit ist das ein Teil meines Lebens. Und wenn man das mal sieht, wenn ich dann in der Pubertät bin und dann vielleicht Leute nicht treffen kann, ist das doch wunderbar. Ich kann denen folgen, ich kriege eine Inspiration für mein Leben und vielleicht empower ich mich damit, weil ich dann auf einmal Ideen kriege, dass die ich sonst in meinem Umkreis nie gekriegt hätte, weil diese Menschen gar nicht da wären. Und das kann einfach ein Mehrwert für mein Leben sein.
Oder ich habe natürlich die anderen Sache, dass ich Experten treffe, eigene Wissenwege aufbauen, wie ich ja auch mitgekriegt habe, kann man über YouTube oder natürlich sehr gut lernen, aber auch über Instagram kann man lernen, indem man da kleine Karten macht und sich selber seine, ja, also Fragetechniken erarbeitet, weil das ja, Handy ist dabei, die Karten würde ich nicht mit, mitnehmen, wenn ich im Bus sitze, aber übers Handy könnte ich dann zum Beispiel mir so eine Lernplattform selber erstellen über Instagram. Und natürlich, was ich auch wichtig finde, sind Sehnsüchte dabei. Wenn ich das sehe, wo manche Leute da sind, unterwegs sind, dann denke ich, oh, ich möchte auch mal so leben, ich möchte mal so ein, so was Tolles haben. Das finde ich auch total klasse, weil ja, ich werde in bestimmte Länder nicht kommen, aber als Kind oder Jugendlicher oder als junger Mensch habe ich den Gedanken, ich gehe mal raus und gucke mir das an. Da möchte ich hin in Zukunft und kriege da eine Inspiration. Und das finde ich klasse. Und dass diese Inspiration heißt eben, ich könnte Räume erkunden und sagen, hallo Welt, hier bin ich. Ich bin jetzt in meinem kleinen Dorf, in meiner Familie groß geworden und als junger Mensch dann auf einmal, ich will hinaus, ich habe den Drang, mehr als meine Familie und meinen Stadtteil, mein Dorf zu kennen und sage, hallo Welt, das ist ja auch der bekannte Posten von allen Menschen sozusagen, wenn sie ins Internet gehen. Das sind so für mich Gründer des Agieren. Okay. Hast du konkrete Beispiele? Also ich meine, wenn man, ich sag mal, auch mit jüngeren Menschen arbeitet, sich mit dem Thema beschäftigt, ist für mich zumindest auch mal interessant, wer ist denn gerade so aktuell an Influencern auch in der Welt, vielleicht nicht nur für Jugendliche, auch für Erwachsene. Kannst du uns da vielleicht auch mal zeigen, wie so die Influencer-Ebene aussieht? Ja, also das ist jetzt so natürlich diese klassischen Beispiele, die in den Medien immer wieder erzählt hat. Pamela Fries ist eben eine junge Frau, die einfach über ihre Schönheit und viel Posten es geschafft hat, ganz weit nach oben zu kommen und hat mit über 3,5 Millionen Abonnenten eine große Zahl, hat eine eigene Modekollektion bei Puma, beim Unterwäschehersteller und postet dann Bilder und wird eingeladen in diese ganzen schönen Orte dieser Welt, die wir jetzt ja sehen, macht da schöne Fotos. Da sieht man einfach, es ist professionalisiert, es ist diese klassischen Bilder, wo man sagt, wow, das möchte ich auch werden, wenn ich groß bin, das wäre was Schönes für mich. Das ist, glaube ich, für mich, ich habe das mal so als Cinderella Denken gesagt. Ne? Also klar, wenn ich dann irgendwann mal einen Prinzen treffe oder unterwegs bin, dann habe ich solche Sachen dabei und sieht man es nochmal, wenn man das in groß sieht, das sind perfekte Fotos, ne? Aber auch der harte Job, dann in leichter Wäsche im Schnee zu stehen, das sollte man auch immer wieder thematisieren. Oder eben hier andere Leute, die dann einfach ein bisschen kleiner sind und aber trotzdem so einfach ihr Leben erzählen. Und das sind diese Geschichten, wo die Kinder auch einfach oder Jugendlichen drauf abfahren. Das ist eine junge Frau, die hat es geschafft, die ist normal gewesen und hat einfach viele Fotos gemacht und hat es einfach geschafft, durch ihre Fotos was zu erreichen. Oder eben hier die Caro Dauer, die dann auch genauso einfach es geschafft hat, über solche Bilder einfach hinaus in die weite Welt zu gehen, was zu sagen. Die Zeit hatte mal über sie so ein Wortspiel gemacht, die Dauerwerbesendung, weil sie natürlich dann immer Produkte platziert und zeigt, welche Sachen sie da ist, wer sie eingeladen hat. Da sieht man einfach diesen klassischen Ablauf und man sieht einfach, welche Dimension sowas hat. Wenn natürlich so eine Werbung dann zum Beispiel von Selena Gomez gezeigt wird und die über 7 Millionen Mal eigentlich jetzt heutzutage angeguckt wird, geliked wird, dann habe ich genau die Zielgruppe erreicht, die ich wollte. Wenn ich in der Zeitung das poste, dann überblätter ich diese Werbung vielleicht. Aber hier ist eine Person, die ich mag und die einfach klasse ist und die hat dann das Produkt dabei und damit erreiche ich 7 Millionen, die aktiv jetzt sagen, das gefällt mir und sie hat ja 135 Millionen, was man unten links ja sieht, Abonnenten. Damit erreicht sie also eine riesen große Weite, die echt sensationell ist. Aber es sind natürlich auch solche Sachen wie natürlich diese Werbungsgeschichten, die dann da sind, wo es natürlich die Landesmedienanstalt kontrolliert und das jetzt ja mit Werbung auch gezeichnet worden ist. Das heißt, also wir dürfen nicht einfach Produkte reinhauen und müssen auch gucken, dass da natürlich das gekennzeichnet wird, was aber jetzt als Absurdum geführt wird. Zurzeit wird alles als Werbung gekennzeichnet, wie Stefan Raab, das er damals auch gemacht hat, als Dauerwerbungssendung seine Sachen platziert hat, um einfach dagegen anzugehen, weil sie werden davon finanziert, sie müssen diese Produkte ranbringen und manchmal sind es ja aber auch persönliche Empfehlungen und sagen, ey, ich bin so glücklich, wenn ich den Kaffee von trinke am Morgen und dann ist das eine persönliche Meinung und sie werden dafür gar nicht bezahlt. Aber wenn sie Werbung darauf schreiben,
Dann könnte ja die Kaffeefirma sagen, ey, du bist ja nicht unsere, wir haben dich nicht dafür bezahlt, wir möchten nicht, dass du das machst. Also da ist gerade der Konflikt riesengroß, der da in dieser Szene natürlich bewegt. Und wir haben natürlich, was ich auch wichtig finde, ist eigentlich dann immer noch diese Sachen anzugucken, wo ich auch gucken muss, da verdienen Familien mit den Kindern, dass sie die ins Internet stellen, dass sie sagen, hey, mein Kind kommt aus der Schule und macht irgendwas im Internet, wir filmen das und stellen das rein und hauen das dann über unsere Kanäle raus und verdienen damit mehr Geld, als wenn wir arbeiten gehen wollen, was für mich aber ganz klar der Bereich der Kinderarbeit ist, wo wir auch hingucken müssen, ja, wie weit gehen wir, will das Kind das eigentlich, ist das noch ein spielerischer Aspekt oder ist es eigentlich eher ja, übergriffig? Ich glaube, und andere Sachen sind natürlich dabei. Wir haben natürlich dann auch noch Fußballer, die also Ronaldo, Özil haben ganz große Kanäle bei Instagram, die ganz viel zeigen, was sie da sind. Ich folge dann eben ja auch Schauspielern. Ich folge Spielerfrauen von Fußballern, was auch hochinteressant ist, was sie über ihr Leben präsentieren. Ne? Also sitzen dann vom Fernseher jetzt und freuen sich, dass ihr Mann ein Tor geschossen hat, sitzen im Stadion, kaufen ein, laufen mit ja, schönen Klamotten rum und so weiter. Das ist schon dann eine Welt, ja, die absurd ist. Aber es gibt natürlich auch die anderen Kanäle, wie zum Beispiel Mädelsabend vom WDR, die dann einfach Themen thematisieren, wo, ja, wie kann ich als junge Frau mit bestimmten Problemen umgehen, dass ich da aufklärerische Formate habe und eben natürlich auch, wie ich schon sagte, die ganzen Talks von irgendwelchen Menschen, die einfach sagen, ich habe was zu erzählen aus meinem Alltag und ich möchte euch erzählen, wie mein Urlaub auf einer Insel war und wie mein Leben mit einem Kind ist, welche Probleme ich habe und so weiter. Das sind alles so Bereiche, die ich glaube, sehr aktiv und sehr stark sind. Das sind jetzt erstmal ganz viele unterschiedliche Themen und ich glaube, also zumindest bei mir sind es auch mal ganz unterschiedliche Fragen. Gerne. Auch mal, ich spende mal kurz die Freigabe, gehe mal in das Gespräch hier rüber. Zum einen sagtest du, ja, so dieser Pfad zwischen der eigenen Meinung und der Werbung. Wie breit ist der eigentlich oder ich sag mal, wie offensichtlich ist der denn auch für uns Konsumenten? Das ist ja schwammig, wenn ich dann, wie gesagt habe, sage, ich stelle ein eigenes Produkt oder ich benutze was und dann habe ich das jetzt, ist das zu sehen, wenn ich jetzt hier im Hintergrund noch irgendein Produkt geplatziert hätte oder zufällig und nicht drauf geachtet hätte, dann wäre ich ja in der Werbung vielleicht drin, weil ich ja als Person vielleicht dann geliebt werde und dann, wenn ich das benutze, wollen sie es auch benutzen. Damit sind natürlich junge Menschen empfänglicher als Erwachsene. Trotzdem bin ich, glaube ich, der Meinung, wenn ich dann so ein cooles Produkt von einem ja, interessanten Menschen sehe, würde ich auch genau hingucken. Und ich glaube, das ist genau der Bereich, wo wir alle lernen müssen, eigentlich zu gucken, wie funktioniert Werbung. Aber das ist ein Klassiker, den wir in den 70er Jahren schon gelernt haben. Ja, zu entschlüsseln, wie ist heute Werbung im Internet und was ist Produktplatzierung oder was ist eine Meinung und muss ich die Meinung nur, weil der das macht, auch machen. Das ist aber das ist eine klassische Erziehungsarbeit oder eine Kompetenz, sozusagen kritisch mit Medien umzugehen. Bei wem liegt der Auftrag, damit umzugehen? Bei allen. Also ganz klar, also da war eine Wortmeldung. Es geht natürlich darum, dass erstmal natürlich die Jugendlichen selber natürlich damit umgehen lernen müssen. Das heißt aber, die können es nicht von alleine, sie müssen das von ihren Eltern lernen. Das heißt, im normalen Umgang muss es passieren. Das kann nicht Schule machen, weil Schule ist einfach begleitender. Eltern sind täglich im Gespräch mit ihren Kindern. Heißt, wenn wir was zusammen gucken, dann müsste ich darauf hinweisen, warum läuft denn gerade dieser Film, in diesem Film dieses Auto oder warum wird denn da gerade dieses Produkt gemacht? Dann einfach zu sagen, hier wird finanziert und so, dass wir das gemeinsam begleiten. Aber alle Menschen, die im Bildungsauftrag haben, heißt auch mal zum Beispiel so eine Art Filmsichtung zu machen. Es gab ja die Methode bei Kinofilm oder bei Fernsehsendungen, man kann es aber bei Instagram auch machen, mal mit mehreren Menschen gleichzeitig zu gucken und zu sagen, hier, was ist denn da eigentlich? Was sehen wir gerade? Und das aus jeder kriegt eine Rolle und dann kann man das angucken und man erkennt unheimlich viel und ja, gucken ist dann anders und das ist, glaube ich, eine Kompetenz, die wir alle im Bildungsauftrag ermöglichen können. Okay. Elene, du hattest eine Wortmeldung. Ja. Also meiner Erfahrung nach im kirchlichen Kontext, ich gehe mal davon aus, dass das im Säkularen nicht weit anders ist,
ist es ja schon die Elterngeneration, die diese Medienkompetenz noch nicht hat oder nie erworben hat, also oder nicht mehr hat, weil ihre Medienkompetenzwege noch über Print gingen oder so. Und ich finde schon, dass die visuellen Medien noch mal andere Mechanismen am Start haben, als ich das in den 80er Jahren in der Schule gelernt habe, so nach dem Motto, du nimmst dir die FAZ und du nimmst dir die Zürcher und die Taz gab es damals noch nicht, aber dann guckst du einfach, wie über ein einzelnes Ereignis verschiedene Medien berichten. Also ich habe das Gefühl, die Aufgabe jetzt an die Elterngeneration abzugeben, ist das Richtige, weil Eltern müssen ihre Kinder erziehen, nur ich glaube, Eltern sind heutzutage oft nicht kompetent. Ja, ich gehe mal provokativ an die Elternarbeit ran und erzähle den Eltern, also ist klar, es ist euer Auftrag, habt Lust auf eure Kinder in einer pubertären Phase, wo sie sich die Medien nutzen. Seid dabei, stellt diese doofen Fragen, das ist genau die entscheidende Sache dabei. Und klar können wir alle nicht mit den digitalen Medien umgehen. Wir sind alle immer hinterher. Es ist eine Industrie, die relativ groß ist, die sehr viele Gedanken hat. Aber es ist, glaube ich, für mich auch die Frage natürlich, das zu entschlüsseln und einfach Lust zu haben, in die Auseinandersetzung zu gehen. Das reicht ja meiner Meinung nach. Und einfach diese doofen Fragen zu stellen. Warum machen die das? Willst du das denn auch machen? Möchtest du zum Beispiel, wenn du eine Influencerin wirst, jeden Tag was produzieren? Mach das doch mal eine Woche lang. Einfach eine Woche lang jeden Tag ein Produkt oder irgendwas in die Kamera zu erzählen und das dann aber auch zu schneiden, dass es da keine Ads gibt und so weiter. Ich glaube, das ist das Problem. Also zum einen, ja, Michael hat hier noch eine Wortmeldung, die er in den Chat geschrieben hat. Zum anderen noch ein Hinweis, es sind jetzt noch recht viele jetzt noch dazugekommen, die jetzt ohne Bild teilnehmen. Wenn ihr irgendwie Anmerkungen oder Zwischenfragen habt, wie gesagt, schreibt das in den Chat rein und könnt euch hier auch gerne beteiligen oder, wie gesagt, könnt euch auch gerne per Mikrofon oder Webcam auch noch mit dazuschalten in die Runde. Wir sind ja für alle offen. Michael, du hattest doch eine Frage. Genau, ich hatte die Frage, kann mich jeder hören? Meine Erfahrung in der Arbeit mit Jugendlichen ist, dass die Werbung gar nicht so als Problem wahrnehmen. Also auch wenn es klar ist, dass Bibis Beauty Palace ihre Kollektion verkaufen will, dass sie das macht. Das Problem ist nicht zu erkennen, also nicht immer zu erkennen, was Werbung ist. Ja, auch wenn jetzt im James Bond der Mercedes langfährt, dann sehen wir halt einen Mercedes, auch wenn das Product Placement am Anfang ja gekennzeichnet wurde, sondern eher die Frage ist, ja, wen stört es eigentlich? Was macht es eigentlich? Und Markus hat ja schon mal gesagt, die möglicherweise Manipulierbarkeit, also Leute zu einem Kauf von irgendwas zu veranlassen, was sie nicht wollen, ist ja auch nicht so ganz einfach. Ja, da zählen ja die Mechanismen bei Jugendlichen eher eine Rolle, die so das Zusammengehörigkeitsgefühl. Also meine Frage ist nicht das eigentliche Problem, sich darüber zu unterhalten, wen es eigentlich stört, dass es Werbung gibt. Auf jeden Fall ist das natürlich, dass die Jugendlichen da einfach Interesse haben. Die suchen nach Ideen. Und wie wir auch, wie du ja schon gerade erzählt hast, wir hatten damals auch unsere Jeans, die wir von einer Firma haben wollten. Das waren die coolen, die uncoolen hatten diese anderen Hosen an. Das passiert eben auch und das ist eine Peer-Group-Geschichte. Aber ich finde, es ist trotzdem wichtig, das zu begleiten, obwohl ich da auch eine hohe Sympathie habe. Klar, ist, wenn man offen durch die Stadt geht, dann sieht man einfach gerade, wie so ein Trend ist jetzt gerade im letzten Sommer, dann die Levi's-Shirts, die dann alle Mädchen getragen haben. Das sieht man einfach. Und das ist ein Trend. Und das einfach zu sagen, ja, zu hinterfragen, das ist einmal Medienkompetenz. Das heißt nicht, dass ich das kaputt machen will, aber ich möchte eine Inspiration sein, darüber nachzudenken, ja, das ist jetzt gerade die Welle, darüber mal zu schmunzeln und zu sagen, ja, okay, ich bin dabei auf dieser Welle, ich mache das jetzt bewusst, das finde ich entscheidend dabei. Ich will nichts kaputt machen, das ist jedem Menschen sein oder ihre Entscheidung, das zu tragen, aber es geht darum, einfach Lust oder Auseinandersetzung zu haben mit den Kindern und Jugendlichen und sagen, warum, wer verdient denn daran? Hat jemand vielleicht den Trend gemacht, weil
so ein Produkt wie dann einfach gerade ein Star als erstes rausgebracht, wenn man da mal rückwärts guckt. Das kann man mit Jugendlichen oder mit jungen Menschen ja unheimlich gut machen. Lass uns doch mal verfolgen, wer hat denn diese Levis-Werbung oder Klamotte dann als erstes getragen? Wo habt ihr das in einem Video gesehen, wo es Kult war? Und dann das zu entschlüsseln. Das macht Spaß, das ist ein Forschungsauftrag. Da haben Jugendliche Lust zu und dann entdecken sie was und dann ist das eine Geschichte. So will ich daran gehen und nicht sagen, hallo, wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaft, aber du darfst nicht kapitalistisch denken und du wirst beeinflusst. Das finde ich kritisch, sondern ich will immer wieder eine Inspiration sein, dass sie so einen Forschungsauftrag haben. Da habe ich das mein Interesse dran und das dann eben auch zu nutzen und einfach ja sowas dann zum Beispiel in der Konformantenarbeit mal zu machen, dass man einfach YouTube benutzt, dass man einfach mal Instagram benutzt und so eine Story rückwärts verfolgt und ja einfach sowas entschlüsselt. Das könnte man doch gut aufbereiten. Wir haben auch Kinder und Jugendliche Lust zu. Okay, zum einen die Tine, hallo Tine erstmal, schön, dass du da bist, hat die Hand gehoben und die Elen schreibt auch nochmal einen Beitrag mit in den Chat. Ich würde jetzt aber erstmal der Tine das Wort geben, du hast dich zuerst gemeldet. Tine, hörst du mich? Was? Alles, hört man mich? Ja. Genau. Dazugekommen, ich habe mal probiert, aber feier nicht hören. Aber ich bin ja hier, sitze bei mir im Museum für Kommunikation, aber davor war ich ja ganz viel an Universitäten und forschte ja auch zu YouTube. Und da gab es genau dieses Phänomen, dass wir ja Online-Ethnografien zu YouTube mit Studierenden gemacht haben. Und die Studierenden selber sind ja in einem Alter. Okay. Das ist ein Fall von schlechter Verbindung. Gut, können wir jetzt nicht aufnehmen, vielleicht doch, da ist sie wieder. Tine, die Verbindung, die ist anscheinend ziemlich schlecht. Du bist auch sehr schlecht hier zu verstehen. Ja, dann lasse ich es einfach dabei und höre einfach stumm zu, okay? Oh, schön, dass du da bist. Hallo, Tine. Ja, aber ich kriege es nicht besser hin. Das muss für ein anderes Mal dann sein. Ja. Dann schreib das doch vielleicht gerade in den Chat rein und dann kann ich die Frage für dich stellen. Ist keine Frage, ist ein Beitrag zur Diskussion. Daher ist alles gut so. Macht mal weiter. Ich höre mir das nur einfach an. Okay, gut. Dann würde ich der Elen das Wort geben. Du hattest noch eine Meldung? Ja, ich habe es schon reingeschrieben. Also mich würde schon noch mal über diese Frage gerne mit euch nachdenken. Wie entsteht denn diese zugesprochene Glaubwürdigkeit? Weil das ist ja auch die Frage, die uns beschäftigt, wenn wir uns als in Anführung Kirche in diesen Medien bewegen. Kirche ist per se erstmal nicht mehr glaubwürdig für Menschen heutzutage. Das heißt, was sind denn die Faktoren, also für viele Menschen, für Junge, was sind denn die Faktoren, die dazu beitragen, dass diese zugesprochene Glaubwürdigkeit entsteht? Also mich interessiert noch gar nicht mal, ob das echte Glaubwürdigkeit ist oder eben nur zugesprochene. Ich würde jetzt erstmal gerne auf diesen Mechanismus gucken, was braucht es, damit diese zugesprochene Glaubwürdigkeit beim Empfänger entsteht? Also das ist genau diese parasozialen Beziehungen, die ich glaube. Es heißt, es ist ein Mensch, den ich gut finde, der mir sympathisch ist. Der erzählt mir regelmäßig Sachen, die ich spannend finde. Und dann schätze ich diese Meinung. Und diese Meinung ist, also das hat was mit Beziehungsarbeit zu tun. Also wie wir auch ja natürlich im pädagogischen Kontext natürlich sehr viel über Beziehungsarbeit kriegen, dann ist auch egal, ob Kirche oder nicht Kirche oder glaubwürdig oder nicht, sondern es geht um den Menschen, der einzelne Mitarbeiter, die einzelne Mitarbeiterin, die dann eine gute Beziehung zu mir aufbaut und mich ernst nimmt mit meinen Anfragen, mit meinen Problemen. Und das kann eben jetzt im pädagogischen Kontext sein. Das kann aber auch natürlich über YouTube, über Instagram-Stories sein, dass es da ein Mensch ist, der spannende Themen erzählt. Und dann glaube ich diesem Menschen. Und dann ist natürlich für mich die Frage, den auch zu entschlüsseln, zu dekodieren, zu gucken, wer ist das eigentlich, wie verdienen die das Geld, mit welchen Firmen haben sie dann Werbeverträge, kriegt man was daraus? Also wir haben es dann eben auch gemacht, dass wir eben, eine Praktikantin von mir musste alle Videos von Sallys Welt gucken, das ist also eine YouTuberin, die backt und kocht und dann haben wir geguckt, welche Küchen sie hatte,
wem die gehörten, wie sie auf einmal von normalen Küche über, ich glaube, 3 verschiedene Küchen weitergegangen ist, das dann angeguckt. Und dann wissen wir einfach, wenn man das entschlüsselt, dass da einfach natürlich Produktplatzierung da ist. Und sie erzählt dann auch Sachen natürlich, ich will meine Kinder nicht bei YouTube reinhaben. 3 Monate später sind sie dann auch im zu sehen. Also das sowas zu entschlüsseln. Da einfach mal so, ja, wie gesagt, so einen Forschungsauftrag an die Nutzerin zu geben und das dann einfach, lass uns mal einfach ein YouTuberin, eine Influencerin oder ein Influencer anzugucken und ja, zu erarbeiten. Okay, Lutz, du schreibst gerade fleißig in den Chat. Möchtest du noch einen Wortbeitrag geben? Kann ich auch machen. Ja, also ich war sehr ein bisschen geschockt, wirklich letzte Woche, als ich abends in der Mitarbeiterrunde auf Konfitagen 2 Jugendliche, von denen eine 22 glaube ich, sich über Sneaker unterhielten, die mehrere hundert, also ich rede hier von 400-500 Euro und mehr unterhielten und die neuesten und die brauchen wir unbedingt noch und so weiter und ihnen gar nicht bewusst war, und dann habe ich gefragt, woher habt denn das? Ja, das steht dann auf Insta zum Beispiel. Ja, und wo denn da? Und dass ihnen das nicht wirklich bewusst war, nee, die gefallen mir, aber woher kommt das? Wodurch seid ihr beeinflusst? Darüber haben sie sich keinerlei Gedanken gemacht. Und wie Elaine das schon gesagt hat, glaube ich, dass wir da nicht auf die Eltern zählen können. Das hast du mal gesagt, die Eltern müssen das machen. Klar müssen die das machen. Aber ich glaube, wie Elin sagt, die sind weit überfordert damit, die meisten zumindest. Und wir haben als Schule, als Kirche, als alle, die im Bildungsbereich unterwegs sind, große Pflicht, auch da dran zu bleiben und mehr zu machen, als das bisher noch der Fall ist. Wenige haben das sowieso. Okay, bevor Michael jetzt gleich drankommt, auch noch ein Gedanke von mir. Lutz, du sagtest Beeinflussung. Ich finde es halt sehr, sehr schwierig, sämtliche Bereiche irgendwie zu fassen, in denen wir beeinflusst werden, weil wo ist die Grenze zum Beispiel zwischen Sozialisation und Beeinflussung? Weil ich meine, allein durch die Art, wo ich aufwachse, wie ich aufwachse, werde ich ja auch um bestimmte Standards ja auch, ich sag mal, sozialisiert und gewöhne mich auch an bestimmte Sachen, sei es jetzt Automarke oder Klamotten. Also von daher finde ich diese Forderung oder den Wunsch, dass einem bewusst wird, dass man da beeinflusst wird, den finde ich sehr sportlich. Genau. Michael, gebe ich an dich weiter, deine Meldung. Ja, ich habe noch mal 2 Anmerkungen. Einmal zu dem, was Elaine gesagt hat mit der Glaubwürdigkeitskonstruktion. Ich glaube, dass ein Teil der Glaubwürdigkeitskonstruktion, und ich habe mich da auch länger mit Florian Mund, also Le Floyd, drüber unterhalten und mit Marie Meinberg, die ja damals bei Mediacraft arbeitete und den Verein 301 Plus gründete, dass diese Frage der Authentizität, also bin ich es tatsächlich, der meine eigene Welt sozusagen nach außen trägt, oder mache ich das im Auftrag jemand anderen, sehr deutlich auch unterscheidbar ist. Wir haben ja als evangelische Kirche den Kanal Mediana und da ist zum Beispiel schon ein Punkt, was einfach Glaubwürdigkeit der Person untergräbt, dass in dem YouTube-Kanal als Verantwortliche eben nicht Jana drin steht, sondern das Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik. Ja, damit weiß jeder, dass das, was Jana da erzählt, auch eine Auftragsarbeit ist. Ja, und nicht sie als Person. Das andere, was Lutz gesagt hat, mit den, wir müssen Jugendlichen deutlich machen, wie Werbung wirkt. Ich glaube, wir sind kein Deut besser. Also auch wir unterliegen ja sozusagen Werbung und, mein gut, in meinem Briefkasten nicht, aber Werbung berieselt uns auch, ob wir jetzt Apple oder Android oder ob wir dieses oder jenes Auto oder Fahrrad oder sonst irgendwas kaufen. Das ist ja nicht aus uns heraus. Das kommt immer im Zusammenspiel, ich sag mal, aus der
du hast Sozialisation genannt, also das, was wir kennen, was wir schätzen gelernt haben, aber eben auch aus unseren Peer Groups die Empfehlung. Ich glaube, wir sind da wirklich kein Deut besser als Jugendliche. Was wir machen müssen, und da habt ihr vollkommen recht, auch in euren Äußerungen, ist zu sagen, das ist eine Gruppe, die es nochmal besonders lernen muss. Aber auch wir Erwachsenen würde ich nicht ausnehmen. Okay, Elen, da drauf und dann Markus. Ja, Jana, da darf ich natürlich als Katholikin erstmal nichts zu sagen. Aber ich glaube, es ist schon korrekt, dass eine Kirche sich diesen ethischen Schuh anzieht, zu sagen, wenn ich ein Auftragswerk mache, kennzeichne ich es auch als Auftragswerk. Das nimmt ja, wenn der Inhalt qualitätvoll ist, ja nichts von der Qualität des Inhalts. Also ich glaube, Kirche kann es gar nicht anders machen, als wenn es wirklich ein Auftragswerk ist, zu sagen, ich habe das beauftragt. Sonst, finde ich, spielt Kirche auch mit falschen Karten. Aber was Kirche meiner Erfahrung nach auf der anderen Seite auch nicht kann, ist, ich sage jetzt mal, echte Getaufte laufen zu lassen. Also wir haben ja auf der katholischen Seite so ein anderes Beispiel, die Lingualpfeife. Das ist ein junger Organist, der, keine Ahnung, wie viele 100.000 Follower inzwischen hat, der einfach rund ums Orgelspielen eine Community aufgebaut hat, die sich inzwischen auch im Real Life trifft und auch über theologische Fragen diskutiert und über Glauben redet. Der macht es aber völlig unabhängig von jeglichem kirchlichen Auftrag, außer dass er getauft und gefirmt ist. Damit können unsere Kirchen aber auch nicht wirklich gut aufgehen oder umgehen. Also wir stehen ja zwischen zwei Sachen. Entweder ich beauftrage jemanden, dann finde ich, dann sollte man es auch sagen. Ja, wenn jemand dafür Geld kriegt, dass er was macht, dann sollte man das kennzeichnen als Kirche. Ich finde, das gehört zu einem ethischen Mindeststandard. Aber ich glaube, wir müssen uns groß überlegen, wie wir mit den Menschen umgehen, die das echt noch freiwillig machen, von ihrem Glauben zu erzählen, auch wenn es dann möglicherweise nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Wobei mittlerweile ist die Diskussion ja auch, ob Jana das so macht, wie wir es gerne hätten, ist, glaube ich, auch gerade am Laufen. Okay, danke schön. Markus, bevor ich dir das Wort gebe, ein kurzer Zwischenkommentar. Michael hat das schon mal so angesprochen, Authentizität und auch wie so eigene Kanäle gestaltet werden, dass wir das vielleicht auch nicht gerade selber wesentlich besser machen, wie wir es auch gerne hätten. Das ist die Frage, ja, wie müssten wir es denn machen, damit wir einerseits unserer Verantwortung im Bildungsbereich, als Erwachsene, als Kirche einfach auch gerecht werden und wie kann sowas auch gestaltet werden? Da geht es auch erstmal der Blick zu Markus. Ja, also ich glaube erstmal, es ist, ja, wir haben jetzt ja sehr viel über negative Sachen gesprochen, also über Werbung und Beeinflussung, aber ich glaube erstmal geht es darum, dass wir jungen Menschen oder allen Menschen, die solche Sachen haben, einen Raum geben. Das kann Kirche oder Bildungskontexte sehr gut. Wir sind Moderatoren. Wir kommen mit den Jugendlichen oder mit den Menschen zusammen und sagen, wir wollen über dieses Thema reden. Lasst uns doch mal drüber nachdenken. Das ist das, was wir können. Und das ist genau die Antwort. Ich muss nicht immer sagen, das ist negativ. Ich sehe auch sehr, sehr viele positive Sachen dabei. Ich setze mich mit der Welt auseinander. Ich sehe natürlich eine Zeit lang, oh, ist das cool, solche Sneakers zu kaufen. Und dann denke ich mir, weil ich das kann, also diese jugendliche Arroganz dabei, ey, ich habe das Geld, also gebe ich so viel Geld aus. Und dann kommt aber ja in der Regel dann eigentlich die Überlegung auch von den Freunden, ey, warum kaufst du für 500 Euro Schuhe? Da gibt es Menschen zum Beispiel, die haben nichts und du gibst dafür so viel Geld aus. Ist das nicht ein bisschen arrogant? Ist das nicht überheblich? Und so weiter. Aber das ist, wir müssen diesen Raum geben. Und Authentizität gibt es nur bei den kleinen Influencern, meiner Meinung nach. Weil wenn ich einen Auftrag habe, wenn ich ganz klar für jemanden arbeite, bin ich nicht mehr authentisch, sondern ich arbeite im Auftrag von einer anderen Person. Und das ist einfach ein schöner Begriff, weil es kommt immer diese Art, weil ich dann nicht so gekünstelt rüberkomme im Internet, weil ich dann einfach locker das erzählen kann. Aber das ist genau die Kampagne und ich glaube, Sophie Passmann hat das wunderbar auf der Republika entschlüsselt letztes Jahr. Authentizität gibt es nicht, wenn ich einen Auftrag habe. Diese Vorstellung, ich müsste heute noch ein Video über irgendwas machen, aus meinem Leben und das interessant erzählt. Das heißt schon morgens Stress. Ich mache sofort einen strategischen Plan. Was könnte heute interessant sein? Was kann ich erzählen? Und damit bin ich nicht mehr authentisch, sondern ich würde vielleicht einfach in den Tag hineinleben. Also das zu entschlüsseln, das ist aber auch Kompetenz, die wir alle haben. Gibt den Menschen Raum, darüber ins Gespräch zu kommen,
die jungen Menschen können auch einfach aus ihrem Hype oder erzählen, das ist cool. Und dann erzählen sie darüber, dann stellt man diese Fragen, was weißt du denn noch darüber? Kannst du noch mal ein bisschen mehr erzählen oder lass uns doch mal recherchieren, über was wir rauskriegen über diese Person? Dann das zu machen. Und dann gibt es noch andere Beispiele. Gibt es denn positive Beispiele, die du kennst? Wer macht denn tolle Sachen? Wer erzählt denn, wer hilft dir denn zum Beispiel bei Gedanken dabei, wenn du auf der Seite, auf der Suche nach dir selber bist, wenn du im Bildungskontext, wenn du was wissen willst, welche Kanäle kannst du denn positiv empfehlen? Also, dass wir nicht immer nur negativ denken und alles kaputt machen als Erwachsene, sondern Jugendliche erzählen lassen. Und eben ja auch positive Beispiele machen. Und wie Michael sagte, Marie Meinberg hat es ja wunderbar eine ganze Zeit lang gemacht mit ihren wunderbaren Videos zu Ich bin nicht eure Freundin, ich bin nicht schön. Da hat sie wunderbare Filme gemacht. Die sind leider von ihr gelöscht worden bei YouTube. Aber es waren so Beispiele, wo man sofort mit Jugendlichen arbeiten konnte, um ein Bibi-Video zu zeigen. Und dann sagt man eben Marie Meinberg, ich bin nicht schön und stellt die beiden übereinander. Man hat eine Diskussion von jungen Menschen. Man muss nur noch moderieren und und alle gehen mit einem Gewinn heraus. Also das ist gar nicht so schwer, sondern Lust auf diese Themen haben, offen zu sein und gut moderieren können und ein paar Fragen in die Runde werfen können. Und ich glaube, da haben wir die Basisarbeit geschafft. Also das ist pädagogische Arbeit und wir brauchen nicht immer auf die Medien zu schauen, sondern auf die Pädagogik. Okay, jetzt kommt von der Elen ein Einwand per Chat. Den Gedanken hatte ich ja auch schon. Wir als kirchliche Mitarbeitende, da besteht ja auch ein bestimmter Verkündigungsauftrag, egal ob jetzt analog oder auch digital. Da ist es natürlich jetzt schwierig mit der These, authentisch ist man eben nicht, wenn man, dafür bezahlt wird. Wir werden ja auch für unsere Arbeit bezahlt. Gibt es vielleicht verschiedene Ebenen der Authentizität oder der Rollen, in der wir vielleicht auch, aktiv sind? Was meint ihr dazu? Elen, von dir kommt die Antwort. Gebe ich dir vielleicht das Wort direkt? Ja, ich finde das eine spannende Frage, weil ich mich das natürlich auch immer mal wieder frage, zumal meine Kirche mitunter Positionen einnimmt, offiziell, die ich nie im Leben teilen würde. Ja? Und ich habe für mich die Antwort gefunden, authentisch ist das berufliche Tun, was ich nahtlos weitermachen würde, wenn ich dafür auch kein Geld mehr bekäme. Okay. Gedanken von den anderen? Ich werde ja auch bezahlt für das, was ich tue in Kirche und könnte das nicht alles nahtlos weiter tun, wenn ich kein Geld mehr für bekäme und bin trotzdem, wie ich finde, authentisch in dem, was ich mache. Also ich würde wahrscheinlich auch nicht das weiter tun, wenn ich dafür kein Geld kriegen würde. Genau, ist gerade eine Störung hier. Aber deswegen, das ist ja das, was ich meine, dass es vielleicht verschiedene Ebenen gibt, von denen aus man diesen Punkt der Authentizität einfach aus betrachten soll. Weil ich bin jetzt ja auch nicht in einer privaten Rolle hier und ich nehme das Ganze ja auch nicht aus einer privaten Rolle auf, sondern eben aus meiner dienstlichen. Und in dieser dienstlichen Rolle bin ich als Mensch auch authentisch, falls man das so trennen kann. Genau. Darf ich da nochmal kurz was zu sagen? Na gut, Heiko. Hallo. Okay, also hi. Ich bin ein bisschen später eingestiegen, habe auch leider nur so ein bisschen wie Radio zugehört, aber ich habe so ein paar Brocken aufgenommen, habe mit Tobias auch nebenbei nochmal gefragt, ob ihr über Hashtags gesprochen habt, sowas wie Fridays for Future oder Unteilbar, und das passt gerade so ein bisschen zu der Authentizität. Boah, schwerer Begriff. Ich meine, da gibt es dann auch so schöne Zitate, glaube ich, nichts, was du nicht selber gefälscht hast und so weiter und so fort. Und manchmal stehen ja auch die Influencerinnen unter vertraglichen Bedingungen, dass die ja zum Beispiel für irgendwas Werbung machen dürfen, für irgendwas nicht und so weiter und so fort, und nimmt man denen das dann ab. In der Kombination mit den Hashtags gibt es halt auch Influencerinnen, die halt einfach da auch mitmachen, ja, und vielleicht aber auch nicht so eine Reichweite haben. Und ich finde das ganz toll, dass sie das nutzen, also sowas wie Fridays for Future oder Unteilbar. Und die kriegen vielleicht auch nicht so eine Reichweite, weil sie vielleicht auch an den wichtigen Stellen nicht so bekannt sind. Also im Sinne von, wir hatten vorhin auch so eine Situation, dass jemand gesagt hat, okay, die Elterngeneration, die sind da irgendwie abgehängt, weil sie sich nicht damit beschäftigen oder nicht beschäftigen können aufgrund der Medienkompetenz und so. Ich finde, das ist manchmal eine schwierige
Ausrede, also es sind ja nicht alle Eltern so, aber die sagen dann immer so, ja, das ist nichts für mich, das ist alles viel zu schnell. Ich finde es schade, weil in anderen Bereichen kümmern sie sich ganz stark um ihre Kinder und warum machen sie es dann sozusagen nicht im Internet? Beziehungsweise schauen halt einfach mal da drauf, okay, was machen die denn da auf Instagram? Oder halt auch wirklich so diese allgemeine Haltung, die es ja jetzt so in der Politik auch gibt zu Fridays for Future, ja, das sind ja keine Experten, so, ne? Aber wie die sich dann teilweise einfach digital vernetzen und engagieren, ich finde, das ist halt auch nochmal wichtig. Und ich glaube, da tut es auch ganz gut. Das hast du, Markus, auch vorhin mal gesagt. Ja, du folgst zum Beispiel den Spielerfrauen von Fußballern, ja. So, und vielleicht ist das ja auch ein Weg. Also wirklich zu sagen, Erwachsene, macht euch auch mal ein Instagram-Profil. Da müsst ihr ja nicht viel von euch preisgeben. Es gibt ja auch Jugendliche, die ein Instagram-Profil haben. Da ist kein Beitrag drin. Und folgt mal den ganzen Leuten, um quasi an dieser digitalen Diskussion teilzunehmen. Und ich glaube, dann können wir auch mitbestimmen, was ist authentisch, was ist nicht authentisch. Okay, jetzt habe ich keine wirkliche Frage formuliert, aber... Aber ich glaube, ich würde das nochmal verstärken. Also Dirk von Gehlen hat es ja jetzt gerade in der Diskussion nochmal gesagt, dass er sagt, es gibt Menschen, die sind im Schwimmbad und schwimmen und es gibt Menschen, die am Beckenrand stehen und dann über die Schwimmer reden und die haben keine Ahnung, wie das sich anfühlt im Wasser und so ist es eben, wie du sagst, geht ins Internet, guckt den Leuten zu, was sie da machen, was ist dann und das nicht immer nur von oben herab, ich bin der Richtige, alle, die im Netz was posten, sind die Falschen, sondern mein Ansatz ist immer, warum macht ein Mensch das? Der hat ja, wenn ich was tue, habe ich immer den Anspruch, was Richtige zu tun und was Gutes zu tun. Das ist ja das Menschliche dabei. Und wenn ich dann so rangehe und das zu verstehen möchte, was diese Menschen da tun, dann habe ich einen Zugang dazu und kann das auch, ich lächle dann auch viel oder amüsiere mich im positiven Sinne darüber, wie sie das machen, wenn ich dann zum Beispiel jetzt eine andere Plattform wie TikTok dann einfach jungen Menschen zugucke, wie viel Spaß sie auf dieser Plattform haben, dann freue ich mich für die jungen Menschen, dass sie da so positiv agieren. Und dann gucke ich erst, wie können wir mal ins Gespräch darüber kommen? Was machst du denn da? Wer sieht das denn? Und so, das ist, darüber kann ich aber kommen. Aber ich komme immer mit dieser Botschaft, ich akzeptiere das, was du tust. Ich finde das erstmal klasse. Du versuchst dir die Welt anzueignen und selbstwirksam zu sein, um dann zu sagen, ja, ist alles gut? Gibt es noch vielleicht Tipps? Aber das ist dann sozusagen, ja, vielleicht der erwachsene Freund. Aber in Anführungsstrichen Freund, bitte. So, dass ich die unterstütze auf diesem Weg und Tipps gebe. Und ich glaube, wenn ich in meine Jugend zurückgucke, waren es gerade die Erwachsenen, die Lust hatten, sich mit mir auseinanderzusetzen und auch eine Gegenmeinung hatten, aber das akzeptiert haben, was ich wollte. Und damit habe ich gelernt. Und das ist, glaube ich, der Weg, den ich gehen möchte. Und deswegen finde ich auch solche Kampagnen wie Friday for Future oder Unteilbar einfach klasse, wie sie einfach das Social Media bespielen und damit auch eine Breite erreicht. Ich finde das klasse. Wir reden jetzt gerade wieder und wie viele 10.000 Jugendliche sind gerade jetzt wieder auf der Straße und tun was fürs Klima, während wir unaktiv sind und haben ein Code, wo wir sie dran erkennen können. Und das ist wie früher der Atomkraft-Nein-Danke-Sticker, ist es jetzt der Hashtag. Also ich sehe da Ähnlichkeiten drin. Das ist ein verbindendes Glied um eine große Bewegung, die riesengroß eigentlich ist und wunderbar viel Sympathie hat, noch größer wird, weil sie einfach diesen Friday for Future-Sticker als Hashtag benutzen. Ja, vielen Dank erstmal für die tollen Kommentar und Rückmeldung. Ich blicke mal gerade so ein bisschen auf die Uhr und wir haben ja noch so einen Bereich, wo wir ja auch noch mal drüber reden wollten. Und zwar, wenn man jetzt mal so das Influencertum an und für sich jetzt mal so ein bisschen betrachtet, ich sag mal auch so aktuelle Trends. Interessant ist aber auch, wie könnten wir das für unsere Arbeit oder auch für die Bildungsarbeit zum Beispiel auch einsetzen? Und Markus hat es mir gestern im Vorgespräch da ja auch schon mal etwas erzählt, was da jetzt gerade bei euch oben in der lokalen Presse war, als ein Beispiel zu. Oder vielleicht einfach mal zusammen überlegen, ich sag mal, wie wir unser aller Influencer-Dasein auch in unserer Arbeit authentisch auch einsetzen können.
Also ich habe ja gestern noch den Zeitungsartikel getwittert. Unter Jugendinformant bin ich ja bei Twitter zu finden. Heißt, da hat ein junger Mann erzählt, dass er eben, wie ich das eben schon erwähnte, seine eigenen Karten, Lernkarten über über Instagram gestaltet hat, dann geschafft, sozusagen über den Story-Modus selber sich Fragen zu stellen zu dem eigenen Thema, um so, dass er das immer wieder beantworten konnte. Das ist natürlich eine sehr schöne Möglichkeit, einfach sowas mal spielerisch zu machen, wenn man eine Lerngruppe hat und sich über Instagram oder Insta-Stories dann sozusagen die Fragen sich hin und her schiebt, ist das natürlich klasse. Mein Gedanke war natürlich dabei, ja, okay, die haben eine Lernmethode gelernt, können sie einsetzen, haben Lust zu lernen. Also bei diesen Menschen, die das machen, brauchen, ist es ja auch egal, ob es Instagram ist, normale Karten. Das Buch, die haben einen Weg gefunden zu lernen. Aber ich glaube, wir haben es ja meistens mit anderen Menschen zu tun, die mit denen wir arbeiten. Und ich glaube, wir zeigen nochmal, ich habe ja ein paar Antworten vorbereitet. Ich muss mal auf dem Bildschirm wieder freigeben. Gehe ich mal einfach so, einmal so, zack. Also Antworten. Also einmal ist es natürlich, dass wir einfach wissen müssen, dass es sie einfach auf spielerische Art Weise Kenntnisse über die Welt und ihre eigene Identität zu erlangen. Das finde ich einfach das Entscheidende, habe ich, glaube ich, auch in den Wortbeiträgen schon nochmal deutlich gemacht, dass ich das einfach in Ordnung finde, was junge Menschen auf ihre Art und Weise machen. Es ist ihre Art und Weise zu lernen. Und dieses positive, spielerische Umgang ist doch was Wunderbares. Und es muss nicht immer alles so verkopft sein, sondern es muss auch einfach mal Lust machen. Und wenn ich Lust am Lernen lerne oder erlebe, dann ist das was Wunderbares. Und da gehe ich jetzt mal drüber weg. Aber ich glaube, wir haben es eben mit 10 Sachen zu tun, die wirklich schwierig sind. Wir haben ein neues Normal. Das heißt, wir haben eine Komplexität, wir haben eine neue Orientierung. Wir können nicht sagen, das war früher so, sondern wir müssen uns damit auseinandersetzen. Da hat Christoph Klimt und Peter Forderer in der Zeit einen wunderbaren Artikel drüber geschrieben, über das neue Normal, schon 2 Jahre alt, aber es macht richtig Spaß, darüber nachzudenken. Wir haben es mit einer Verinselung der Gesellschaft zu tun. Und wir wollen trotzdem dazugehören. Und dann muss ich einfach Brücken bauen. Das Internet können für mich Brücken sein, dass ich an andere Orte komme, wie ich ja schon eben erzählt habe, wenn ich auf dem Dorf wohne, ich der Bus aber um 18 Uhr das letzte fährt und ich am Leben teilnehmen möchte, dann kann ich über das Internet und über Instagram oder Influencer daran teilzunehmen. Dieser Perfektionismus als junger Mensch, ich will das gute Leben, ich will das authentische Leben haben, ich möchte raus aus diesem Sumpf mit meinen langweiligen Eltern, nicht böse gemeint, sondern eben aus junger Menschensicht gesagt, und ich will irgendwie was haben und ich will auf diesem tollen Leben, ich will der perfekte Sportler, ich will der perfekte Musiker oder Skater oder Manga-Zeichner werden, dann hat das was damit zu tun, dass ich eben auch da meine Identität suche. Das heißt, ich versuche mich auszuprobieren, ich will Likes kriegen, ich will in Kontakt gehen, ich möchte Idole haben, ich möchte Helden haben, die sind heute anders als unsere, aber es sind genau diese Geschichten dabei. Es geht um diese ganzen Geschichte eben dann natürlich um Stars, um Cinderella, was ich eben auch schon angedeutet habe. Wie stelle ich mir mein Leben vor? Wie träume ich mich weg? Also da auch einfach die Erinnerung immer haben, was war das eigene Poster im Zimmer? Was waren das für Ideen, die ich da nachgehechelt habe? Ich wollte so cool sein wie Terence Hill. Das war damals meine Geschichte und hat auch nicht ganz so geklappt. Ich arbeite an meinem Geschmack, an meinem Humor, meine Sprache und so weiter. Da will ich einfach meine Sache haben. Und trotz, wie ich werde, wie ich sein möchte. Und trotzdem soll das in der Masse exklusiv sein. Ich möchte wie alle sein, aber trotzdem exklusiv sein, was ja eine Widersprüchlichkeit in sich beherbergt. Aber es ist genau das, was wir auch alle erarbeitet haben. Wir müssen trotzdem ja in der Masse herausschauen. Und dann kommt immer noch der Gedanke dabei, jeder kann es schaffen, sie muss oder er muss nur, das ist sozusagen dieses, was ich dann immer mit in meiner Welt früher war, diese Fußballergeschichte. Du musst dich nur anstrengen, dann schaffst du das eben auch. Ich habe es aber beim 9. Punkt eben auch gesagt, parasoziale Interaktion, dass ich eben mit den Stars bekannt bin und verliebt bin oder denen folgen kann, weil sie einfach immer da sind, weil sie immer gut gelaunt sind, immer dieselbe Meinung haben. Das kennen wir aus dem Radio, wenn die morgens um 7 sagen, ey, ich bin gut drauf, der Wetter ist schön, ey, macht euch einen schönen Tag. Der ist immer gleich gut drauf. Meine Partnerin ist vielleicht muffelig oder so. Da freue ich mich dann auf diese guten Menschen.
Und wir wollen natürlich selber mündige, kritische Bürger sein. Und ein paar Beispiele nochmal, die ich dann versuche zu vermitteln, heißt, ich muss mal eben hier das Fenster verschieben, Raum bieten zur Auseinandersetzung, jugendliche Expertise anzapfen, die haben so viel Wissen. Wenn ich über YouTube, Instagram was erzählen möchte den Jugendlichen, dann bin ich schnell raus, weil ich keine Ahnung habe. Also heißt es, dass ich viele Fragen stelle, statt Antworten zu geben. Dass ich dann natürlich über Bildästhetik überrede. Was ist ein gutes Bild? Wie kann man ein Bild bearbeiten? Wie kann man mit Instagram oder anderen Tools was schön machen? Wie kann ich da mehr Kontraste reinbringen? Was wird mit diesem Bild ausgedruckt? Was ist alles da auf einem Bild drauf? Warum hat der Autor das gewählt? Warum habe ich jetzt hier so ein jugendliches Zimmer gewählt? Auch darüber zu reden einfach. Was will jemand damit arbeiten? Dann eben Fotografie, Videoprojekte, die eigentlich die Klassiker sind, dass man einfach einen Auftrag gibt. Ey, wir fahren auf Konfirmandenfreizeit. Ihr habt den Auftrag, das eine Bild für diese Freizeit zu machen. Nur ein Bild. Nicht 20 oder 100, ein einziges Bild wollen wir am Ende von jeder Person haben. Was hat diese 3 Tage Konfirmandenfreizeit für uns ausgemacht? Dass wir da über diese Geschichte gucken oder ihr dreht einen Film mit einer Story da drin. Das ist ja aber auch Klassiker aus den 70er Jahren, aber immer noch wichtig. Über die Geschichte, wie stelle ich mich da? Wie möchte ich wirken? Was ist Fremdwahrnehmung, Selbstwahrnehmung, um das auch mal zu übersetzen? Also auch da Klassiker. Wie sehe ich mich? Wie nimmst du mich wahr? Was ist dann, also ne, wie diese Video-Home-Arbeit zum Beispiel, wenn man sich mal selber aufnimmt, dass man spiegelverkehrt ist und es ganz anders gesehen wird, auch darüber nachzudenken und überzuüberlegen. Auch Klassiker dabei, das Leben als Influencer dann auch mal zu entschlüsseln, wie ist das eigentlich, wenn ich das mache, was ich eben schon angedeutet habe. Wenn ich jeden Tag 20 Videos machen muss, 20 kleine Clips. Ach, ich bin jetzt gerade beim Einkaufen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das Produkt oder das Produkt kaufe. Ich habe mich für das entschieden. Ich habe das Gefühl, dass das so. Was bedeutet das für einen Stress? Ich möchte einfach mal im Supermarkt rumstehen und ein bisschen planlos sein. Ich muss die ganze Zeit präsent sein. Das heißt, wirklich wie auf Arbeit. Never relax sein. Und ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig. Und weiterer Punkt ist natürlich die Auseinandersetzung Stars und ich. Auch ein Klassiker. Den wir haben. Ne? Was bedeutet das eigentlich, wenn ich den Idolen nachfolge? Wie wirken sie? Was bedeutet das mit meinem Leben? Kann ich das schaffen? Oder ist das einfach nur Anreiz dabei? Der kritische Konsument, haben wir heute schon viel drüber geredet. Werbung zu entschlüsseln, haben wir auch drüber geredet. Und was wir auch alle machen, ist natürlich eine eigene Zukunftsversion zu erarbeiten. Wie kann ich die Selbstdarstellung als Instagrammer, als YouTuber in mein Leben einbauen, das ist entweder werde ich ganz berühmt und will das, oder ich will einfach das nur nebenbei machen, einfach als Hobby eine Zeit lang und danach ist wieder raus. Über solche Visionen zu reden, wo will ich eigentlich am Ende des Tages sein? Also das sind so die Ideen, die ich vorschlage. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar andere. Oh, es blinkt die ganze Zeit, sehe ich die. Ne? Ja, Markus, das war umfangreiches Wortabschluss. Gibt es darauf Reaktionen? Gerne per Chat oder jetzt im Video. Das scheint nicht zu sein. Also das ist ja auch immer ein Zeichen der Verständlichkeit. Also ich bin so verständlich, war es doch nicht. Der Heiko hat noch eine Frage. Ja, doch, es war verständlich. Aber ich wollte auch nochmal den Aspekt, Markus, den hast du ja auch schon, glaube ich, 2 oder 3 Mal erwähnt, auch den mal beizubringen, was das für ein Stress sein kann, den Jugendlichen. Ne? Also, weil viele denken so, es ist total easy, YouTube-Star zu werden oder Instagram-Influencer zu werden. Ich mache einfach so die ganze Zeit irgendwie Videos, ich lade das hoch und dann werde ich ganz schnell irgendwie Star. Aber was es halt bedeutet, eigentlich tagtäglich mehrere Stunden zu filmen, gerade wenn wir die Vlogger haben. Das sind ja teilweise zum Beispiel jetzt auch auf YouTube, Instagram macht ja keinen Unterschied, das sind ja Zusammenschnitte. Da haben die ja für 30 Minuten brauchen die ja Stunden an Material zum Beispiel. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, mit denen da das zu reflektieren und was das vielleicht für einen Einfluss nimmt, dem nachzueifern und was das für einen Einfluss nimmt für das persönliche Leben einfach so. Ne? Ja, dem kann ich zustimmen. Vielen Dank, Heiko. Sonst noch Rückmeldung?
Nein, prima. Dann, Markus, würde ich dir jetzt einfach das Schlusswort nochmal überlassen. Cool, habe ich dann auch? Nein, der... Dörte hat noch eine Ergänzung. Einmal der Hinweis auf das Buch Wie tickt Deutschland von Stefan Grünewald. Und dann noch von Hinweis von dem, auf Heiko sagt, also mehr Making-ofs anzeigen. Genau. Ja, ich... Bitte. Wir haben auf der... Unsere Seite, ich habe es jetzt gerade nicht präsent, servicebüro.de, also Büro französisch geschrieben, habe ich unter Medienpädagoge, Influencer unheimlich viele Sachen zusammengetragen, also ganz viele Texte. Wo ich auch, wenn ich einen wichtigen Artikel habe oder Fernsehbeiträge oder gute Beispiele, auch Playlists von YouTubern, haben wir alles zusammengetragen in den letzten Jahren, sodass das immer abrufbar ist. Das finde ich auch nochmal wichtig, nicht einfach so eine Recherche immer für sich alleine zu machen. Wenn ich die ganzen Daten sammle, dann kann ich sie auch zur Verfügung stellen, allen anderen. Ich glaube, dieser Community-Gedanke ist nochmal ganz wichtig. Da habe ich ganz viel zusammengetragen, das kann man einfach benutzen. Und es wird also jetzt nochmal ein Werbeblock natürlich genau, servicebüro.de und dann unter Influencer, Medienpädagog Influencer findet man das. Und wir haben mit Lars Gresser zusammen, haben wir auch in dem neuen Buch, was von der GMK, die in den nächsten Wochen rauskommt, zu Instagram, YouTube, nochmal alles sehr gut zusammengefasst und nochmal das analysiert. Ich glaube, das ist ein sehr spannendes Buch, wo man nochmal sich damit auseinandersetzen kann zu dem Thema. Also man findet ganz viel Material, setzt sich auseinander, habt Lust darauf, taucht ein in diesen Schwimmbad der Influencer, wie Heiko eben sagte, macht einen Account, guckt mal zu, seid Gast, Ethnologe in dieser Welt und versucht mit jungen Menschen ins Gespräch zu kommen. Herzlichen Dank, lieber Markus. Also ich sehe, es werden jetzt noch so ein paar Tipps gegeben. Heike hat noch was geschrieben, einfach der Vorschlag, wenn ihr konkrete Links habt, schickt mir die doch einfach zu. Ich setze die dann nachher mit bei EEB virtuell mit ins Blog rein. Da könnt ihr auch gerne dann kommentieren oder auch in die Videobeschreibung. Bei YouTube dann nachher, dann ergänze ich das einfach und dann schickt mir die Links einfach alle zu. Ja, Markus, wie gesagt, an der Stelle nochmal herzlichen Dank für dein Engagement, für deinen kompetenten Vortrag hier. Und euch allen auch vielen Dank für die tolle Diskussion. Also ich glaube, das war so ziemlich der längste Talk, den wir bislang hatten, mit über einer Stunde. Aber es war keineswegs langweilig. Also ich fand es total spannend. Ich fand es ein klasse Gespräch. Von daher nochmal an euch allen herzlichen Dank. Ich wünsche euch an dieser Stelle dann einfach nochmal schönes Wochenende. Es ist ja Freitag und wir sehen uns dann beim nächsten Talk unter EEB virtuell. Die Fahrer, die fangen an zu lachen, genau. Es ist ja Freitag, genau. Entschuldigt bitte. Also wünsche ich euch noch eine schöne restliche Arbeitswoche und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten EEB-Talk. Bis dahin alles Gute und macht's gut. Tschüss. Tschüss, danke.